Hi und willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir sind das letzte Mal, ich glaube, ja doch, in die Vergangenheit sozusagen gereist. Jo, und jetzt sind wir hier runtergeklettert. Drücke in vollem Lauf F, um sich mit einem Hechtsprung abzurollen. Drücke und halten Sie F, um sich zu ducken. Okay. Ist auch mit Steuerung. K, um einen Fackel zu werfen, und halten Sie die Taste, um weiterzuwerfen. K? K finde ich doof. Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz in die Option. Ist ja blöd. Ach so. Anzeigemodus. Ja toll, ich hätte gern diese blöde Körnung aus. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Überschwingen. So nennen die das also. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Genau. Voll die Indianer. Was sind das überhaupt für Archäologen? Achso, warte mal. Konnte ich hier nicht... Irgendwie. Nee. Achso, mit G habe ich das. Oder auf G habe ich das gesetzt. Wie war denn hier der Nahkampfangriff? Hat wohl keinen. Ich hätte hier gerne was kaputt gemacht. Oh, hier liegt schon. Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Ja, da ist die erste schon tot. So wie es ausschaut. Das ist passiert, so wie es scheint. Mir ist nicht ganz sicher, ob man das hin und her schieben müssen. Ach doch, ich glaube hier hin. Einfach, dass mal hochkommen. Die gute Lara. Hui. Achso, ich kann doch... Okay, ich habe gar kein Licht hier. Das ist ja doof. Ach so, weil ich wieder die falsche Taste drücke. Deswegen nimmt es nicht. Oh, hier liegt der nächste Tote. Was ist denn los? Gott. Lara, hier drüben. Kind? Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was? Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Okay. Aber hilft mir das jetzt irgendwie weiter? Bin da jetzt gar nicht so sicher. Ach so, eventuell doch. Beeil dich, Lara. Es kommt zurück. Bleib ruhig. Ich komme. Ja, echt mal. Bleib mal locker. Na? Muss ich nicht hier an das Ding ranspringen? Ach so, vielleicht von hier. Es kommt. Verdammt, Lara. Ich bin gleich bei dir. Jetzt ist es wieder meine Schuld, weil ich nicht bei ihm drüben bin. Ich meine, was soll sie schon ausrichten gegen was auch immer da kommt? Ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme. Licht am Ende des Tunnels. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Okay, muss ich irgendwas machen? Kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ah, da hat man Glück, dass wir runtergefallen sind. Hier ist wieder ein Toter. Oder ist das derselbe von vorhin? Ach so. Nein, ich gehe wieder weg. Ach so, hier. Nee, doch. Nee. Ah,
Ach, hier oben. Ach ja, die Murmel. War nicht irgendwie. Ich mag ja so. Gut, das ist jetzt nicht wirklich ein großartiges Physikspielchen, aber ich mag ja solche Spielchen. Halt eine Kugel in Berg runterstoßen oder so. Also eine große Kugel. Oder andere Sachen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Dann irgendwie immer das Gefühl, dass ich lauter reden müsste, wenn die Musik laut ist. Aber von der Aufnahme hat das eigentlich, macht das ja keinen Unterschied. Lara! Jason ist tot! Sie sind alle tot! Da ist etwas. Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur. Nein! Warum hat Lara eigentlich keine Gesichtsanimation? Das hinkriegen? Ja, gerade so. Nein! Ach Mist. Doof, dass sie nicht rennen kann. Ich glaube, früher konnte die rennen. Na! Und vorbeispringen. Das konnte sie in jedem Teil. Hat ihn schon manchmal ein bisschen frustriert. Wobei der Fehler ja eigentlich an ihm selbst lag. So. Dann müssen wir halt ein bisschen mehr Schwung holen. Hui. Ach, guck mal. Hätte ich glatt übersehen. Wir werden zwar von irgendwas gejagt, aber erstmal in Ruhe Schätze sammeln. Hallo? Boah, das hat sich noch festgehalten. Ich dachte, ich komme vielleicht so drüber. Erstaunlich, dass ich das überhaupt so lange halten konnte. Bloß Luft anhalten. Peru, Rückkehr nach Paraiso. Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stell sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Joa, ich meine, die Amanda haben wir ja eigentlich dann schon gesehen in der ersten oder zweiten Folge. Da bei dem Hubschrauber. Wobei, das, was die Apple gekriegt hat und mit dem ganzen Wasser... Es ist eigentlich schwierig zu glauben, dass die das überlebt hat, ne? Muss ich jetzt hier runterspringen?
Sieht so aus. Ich wollte, irgendwas wollte ich hier noch gucken. Ach, da. Ja, ja. Ach man, immer die falsche Taste. Manchmal macht sie mir richtig Angst. Weil du nichts kannst. Mach ich auch immer so. Was? Drücke mal als E, um zu beschleunigen. Aber wir wollen ja tauchen erstmal. Oh. Hab ich aber. Geht die Luft aber schnell runter. Oh. Nee, komm. Gerade so. Können wir hier schon raus? Sieht nicht so aus. So, noch mal runter. Aber wo lang? Achso, hier lang vielleicht. Na hä? Will ich mich verarschen? Wo muss ich denn hin? Ich kann halt hier auch nirgendwo rausspringen. Oder? Nee. Und da sind wir ja gekommen. Ach so. Hier geht's auch schon. Ach so. Das ist dann wohl nur für. Zum Luftholen. Mann, was macht sie denn? Ja, im Wasser planschen. Genau. Im Wasser wird. Es gibt einen Kontrollpunkt. Achso, die Tür ist ja schon offen. Okay, ich komme da irgendwie nicht durch. Eine recht starke Strömung und ich dachte, ach so, ich habe das auf die 7 gemacht. Ich drücke mal Q, aber ich weiß gar nicht, was Q war. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Ich glaube, ich muss trotzdem nochmal runter. Und den hier ran. Ja. Als ob es eingeplant war, dass das irgendwann mal überflutet wird. Ist es das, wofür ich es halte? Das ist ein Anachronismus. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen auch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Ach so, die Lampe. Ja, aber ich frage mich immer, wie solche Mechanismen eigentlich funktionieren sollen. Ich meine, heutzutage könnte man das alles machen. Aber damals? Hallo, nimmst du mal. Ach, das war cool. Okay. Dass das unter Wasser nicht funktioniert, ist schon klar. Ach so, hier wollten wir ja durch. War ja eigentlich irgendwie eine ziemliche Strömung. Hallo? Na, geht doch. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Virakocha, ihren Gott der Schöpfung.
Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Tja, dann wird vielleicht was dran sein, wenn es das überall gibt. Ach, guck an. Fühle ich mich ein bisschen wie Spider-Man. Ach so. Wir müssen noch ein Stück höher. Ach so, was? Drücke und halte sie drücken links. Drücken Sie die Bewegungstaste links und rechts, um sich zu drehen. Okay. Das wussten wir doch aber schon. Ah. Ich bin nicht ganz sicher, ob es klappt. Und jetzt darüber? Okay. Hui. Na hä? Ach so. Na, da hätte ich halt da, glaube ich, nicht unbedingt hochgemusst, oder? Sache noch mal ein Salto gemacht. Gute Beinarbeit. Danke. Wow, ich höre hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Ja, war hübsch, aber im Weg. Ja, ich weiß gar nicht, ob man den unbedingt braucht. Was für eine bemerkenswerte Apparatur. Ich meine, man sieht das doch eigentlich, dass ich hier auch Sachen bewegen kann. Oh, das ist ziemlich cool. Oh, das ist ziemlich cool. Wow. Das lässt sich sicher bewegen. Bestimmt. Ich habe es schließlich da runtergeschmissen. Ich wollte mich jetzt schon bei der Zwischensequenz zurücklehnen und nichts machen oder nur zugucken, aber da ist mir zum Glück noch eingefallen, dass da ja doch wieder was passiert. Wow! Das wow. Muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Jo, ich finde sowas auch ziemlich cool, also macht mir an den Spielen immer Spaß sowas. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Hätte von mir sein können. Rechts oder links ist, glaube ich, egal. Okay. Ich hätte schwören können, dass wir da hoch müssen.
Ach so, nee, hier müssen wir erst später hin. Wir müssen, glaube ich, noch dahin. Irgendwie so. Jetzt geh halt runter. Hm. Ja, also der Weg zum Rüberspringen ist ein bisschen zu doll. Vielleicht komme ich ja weiter hoch. Ja, ich komme weiter hoch, okay. Nein, Alter! Oder Alter. Die lebt aber echt riskant. Ach so, vielleicht hätte ich nicht Leertaste drücken sollen. Oh, voll der Lichtstrahl. Puff. Oh, hier macht es einfach so. Ja, das ist mir mal noch ein bisschen zu riskant. So von ganz oben runter zu ach hier. Ja, die Steuerung ist immer ein bisschen komisch, wenn man so Sachen schiebt oder zieht oder rollt. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rattlet in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Dein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie alles klar. Kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Okay, jetzt mal alle fertig oder was? Ich verstehe nicht, warum sie nicht das ganze Schwert mitnimmt, aber gut. Ja, wie es dann weitergeht, wie wir gegen die Söldner kämpfen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.